Hallo, willkommen zu einem neuen Haul-Video von mir. Ich habe heute ganz viele gemischte Sachen für euch. Ich habe das Video allerdings mal gesplittet. Also es wird einmal einen separaten Primark-Haul geben. Darum geht es jetzt aber gerade nicht, weil sonst wird es definitiv zu lang. Ich habe ein paar Schminksachen für euch. Ich habe Schuhe für euch, ein paar Beauty-Artikel, Schmuck. Also ja, alles mögliche querbeet mit dabei. Außer Fashion. Das gibt es dann, wie gesagt, bei Primark-Haul. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt aber mit diesem Video erstmal an. Also viel Spaß dabei. Und zwar als allererstes war ich im NYX Store. Wir haben mittlerweile einen NYX Store hier bei uns in Frankfurt und da habe ich mir ein paar Produkte mitgenommen, die zeige ich euch mal kurz. Und zwar als allererstes ein 3 Steps to Sculpt Palette. So sieht die aus. Das ist einfach eine Konturpalette, wo ein brauner Ton zum Konturieren mit dabei ist, ein Highlighter-Ton und nochmal ein dritter Ton, der dann am besten für unter dem Auge zum Setten ist. Das hier war jetzt, glaube ich, die Medium-Variante. Ja, das ist die Medium-Variante. Ich fand einfach den Braunton da am schönsten, am aschigsten. Und ich fand es auch schön, dass dieses Setting-Powder hier so ein Gelbstich, so ein Bananapuder praktisch ist. Und ich fand auch den Highlighter-Ton, dadurch, dass er so ein bisschen ins rosé-goldene Champagner-Ton geht, fand ich richtig schön. Also wie gesagt, das ist diese Medium-Farbe, weil die gibt es, ich glaube, in 4 verschiedenen Tönen gab es die. Dann habe ich mir einen Augenbrauenstift mitgenommen. Ich benutze ja, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, immer Augenbrauenstifte von Anastasia Beverly Hills. Aber die gehen relativ schnell leer und die sind unheimlich teuer. Ich glaube, die kosten 28 oder 29 Euro, also richtig strange eigentlich. Ich habe aktuell noch 2 Stifte, die werde ich erstmal aufbrauchen und danach werde ich mich daran mal wagen. Und hoffen, dass es wirklich ein gutes Dupe ist. Es haben nämlich ganz viele gesagt, dass es ein gutes Dupe ist. Sieht zumindest so aus, weil es ist schon mal genauso dünn wie die von Anastasia Beverly Hills. Ist schon mal sehr gut. Es ist eine sehr, sehr, sehr dünne Spitze, also sehr schön. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass es auf der anderen Seite, genau wie bei den originalen Stiften, das Bürstchen gibt. Also ich kann mit Augenbrauenstiften, die kein Bürstchen haben, überhaupt nichts anfangen. Also ich habe schon mal ein paar Augenbrauenstifte ausprobiert, die ich eigentlich recht gut fand. Aber wenn ich danach nicht auskämmen kann, bringt mir das Ganze nichts. Und wenn ich dann jedes Mal einen Augenbrauenstift und ein Bürstchen mitnehmen muss, finde ich es ein bisschen blöd. Deswegen, das ist absolut für mich das perfekte 2-in-1-Produkt. Also ohne das geht es gar nicht. Das hier ist übrigens das, der Microbrow Pencil. Es gibt es auch noch ein bisschen dicker oder in richtigen Stiftformen, wo man das Ganze spitzen muss oder halt eben dicker. Aber das ist dieser Microbrow Pencil und ich habe mich für die Farbe Espresso entschieden. Genau. Also darauf bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Dann habe ich 2 Lippenprodukte mitgenommen. Und zwar einmal ein Lip Liner in der Farbe Tangerine heißt der. Das ist auf jeden Fall die Nummer 846. Und das ist ein ganz normaler Lip Liner in so einem Rosé-Ton. Ich versuche es euch mal, oder ich swatche euch gerade. Das ist einfach so ein richtig schönes Rosé, was aber auch noch ein bisschen so changierend ist. Also das ist so, also es ist kein matter Ton, der ist ein bisschen glänzend. Ich finde ihn richtig, richtig schön. Und dann habe ich hier noch einen Lipgloss mitgenommen, und zwar einer aus dieser neuen Serie Duochrom. Das sind ja diese Chrom-Dinger. Also ich habe die auch gerade auf meinen Lippen. Es kommt immer darauf an, wie das Licht drauf scheint. Ich habe auch nur das drauf. Also ich habe jetzt nichts drunter. Wenn ich jetzt irgendwie also ich habe das schon mal probiert. Ich habe einen nudefarbenen Lippenstift drunter gegeben oder auch mit rosa hatte ich das auch schon mal. Also so ein rosa Peach-Ton. Wenn man das dann drauf gibt, das sieht richtig heftig aus. Also das sieht dann wirklich aus wie hier drin, so richtig changierend, richtig schön. Ich habe es jetzt, wie gesagt, solo drauf gegeben. Und je nachdem, wie halt eben das Licht drauf fällt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Auch wenn es gerade total bescheuert aus, sieht doof aus, wie ich hier gerade rummache. Egal. Ich wollte es euch nur nochmal sehen. Vielleicht, im Moment, wir machen es mal anders. So. Das ist doch viel besser, als mit den Lippen rumzuhangieren. Also so sieht das Ganze aus. Wird es richtig schön. Und das ist, wie gesagt, aus der Duo Chromatic Shimmer Lip Gloss Serie. Und zwar die Nummer Fair Play. Was heißt Nummer? Also der Name ist Fair Play. Genau, also die 2 Lippenprodukte sind noch mitgekommen. Jetzt muss ich mir das mal schnell wegwischen. Dann heute erst angekommen. Ich habe mir, also normalerweise, wenn ihr mich schon länger kennt, ich habe eigentlich immer lange Gelnägel und wie ihr gerade sehen könnt, kurze Nägel, totale Katastrophe. Ich bin momentan einfach ziemlich unmotiviert, mir die Gelnägel zu machen, weil es einfach ein großer Zeitaufwand ist. Und mit einem kleinen Baby zu Hause ist es gar nicht so leicht. Deswegen habe ich mich dafür entschieden,
Shell-Lacke mal auszuprobieren. Also ich habe das bislang noch nicht ausprobiert. Ich habe ja schon viel in Nagelsachen, ob es Gelnägel sind, mit Tipps, ohne Tipps oder ob es irgendwie Acrylnägel. Ich habe ja schon alles Mögliche ausprobiert und gemacht und habe das auch alles zu Hause. Aber ich habe mich jetzt mal dafür entschieden, Shell-Lack zu benutzen. Also Shell-Lack ist einfach im Prinzip, das sieht dann aus, also macht ihr einfach noch eure natürlichen Nägel drauf, wie Nagellack. Das muss aber auch unter einer Lampe gehärtet werden. Und das sieht dann aus, einfach wie wenn ihr einfach nur Nagellack drauf hättet. Aber euer Nagel ist noch ein bisschen gestärkter. Und das Ganze soll ungefähr 2 Wochen halten. Wir werden sehen, ich werde das Ganze testen. Ich werde es euch in meinen Vlogs auf jeden Fall zeigen. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich habe mir da jetzt mal so ein Starter-Set gekauft. Was heißt Starter-Set? Ihr braucht auf jeden Fall einen Base-Coat, weil man macht immer den Base-Coat einmal drauf unter die Lampe. Dann macht man eine gewünschte Farbe drauf, dann wieder unter die Lampe. Und dann als letztes kommt eben dieser Top-Coat. Und das kommt auch nochmal unter die Lampe und dann ist es im Prinzip fertig. Also man braucht einmal den Top-Coat und dann einmal den Base-Coat. Und ich habe mich für die Marke CND entschieden. Das ist eigentlich eine Marke, die nicht verkäuflich ist. Das sind eigentlich Studio-Shell-Lacke. Aber ihr bekommt es über Amazon. Ich habe es auch über Amazon bestellt. Das Set zusammen kostet, glaube ich, irgendwas um die 35 Euro. Ich habe jetzt aber ein Set bestellt, wo dann auch noch eine Farbe mit dabei ist. Und das Set hat dann jetzt, also diese 3 Sachen haben 50 Euro zusammen gekostet, genau. Und ich habe mich für die Farbe Salmon Run entschieden. Das ist einfach so ein Peach-Ton. Ich fand den richtig schön. Ich habe nochmal einen einzelnen in Weiß bestellt. Aus dem Grund, im Sommer trage ich eigentlich nur weiße Nägel oder solche peachfarbenen. Was anderes trage ich im Sommer gar nicht. Also im Winter kommt dann Rot und was weiß ich was alles mit dazu. Aber im Sommer immer weiß oder peach. Deswegen habe ich mir das mal bestellt. Ich bin sehr gespannt. Ich kann dazu noch nichts sagen. Aber wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann schaut einfach gerne mal in meine nächsten Vlogs vorbei. Übrigens, die Preise habe ich überhaupt nicht mehr genau in Erinnerung, aber die NYX-Preise sind ja überall gleich, gibt es ja mittlerweile fast auch in jedem DM. Ich weiß es echt nicht mehr, es tut mir echt leid, aber ja. Und ich hatte mir übrigens, ach, das habe ich jetzt gar nicht mehr hier, aber ich habe mir noch eine Kosmetiktasche, eine große Kosmetiktasche. Moment, ich hole es gerade mal, weil die ist echt schön. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich mir diese Tasche hier geholt. Die gibt es sehr wahrscheinlich nicht jetzt beim DM oder so, aber vielleicht bei Douglas Online oder so, ich weiß es jetzt nicht, oder halt dann mal über Amazon schauen. Wie gesagt, wir haben in Frankfurt so einen richtigen NYX-Store und da gibt es dann halt eben solche Sachen. Und das kann man hier halt greifen, man hat hier hinten noch einen Reißverschluss und das Ganze lässt sich dann hier öffnen. Und dann hat man einmal, oh Gott, das hier. Also sind so verschiedene, Taschen einfach, die kann man auch abmachen, dann hat man die einzeln, also man könnte auch einzeln, wenn man jetzt mal nicht so viel braucht. Und ansonsten ist hier sehr viel Platz. Also ich habe hier eigentlich so mein komplettes Make-up drin, was ich brauche, wenn ich mich einfach so in einem Basic-Look schminke. Also da sind jetzt keine Lidschattenpaletten oder Lippenstifte drin, sondern aber alles andere. Also meine, seht ihr ja alles hier. Ich muss es jetzt, glaube ich, nicht erklären. Es geht eigentlich ja nur um die Tasche. Die habe ich noch geholt. Ich glaube, die hatte 30 Euro gekostet. 25 oder 30 Euro hat die gekostet. Also ich finde, es hat sich total rentiert. Die ist, da, die ist perfekt. Da passt so, so, so viel rein. Genau. So, dann das nächste. Ich habe mir von, das habe ich mir bei Peek & Cloppenburg geholt, aber ist eigentlich auch egal, weil es geht darum, dass ich mir Birkenstocks geholt habe. Und zwar nicht diese normalen, sondern, ich kriege das Ding jetzt nicht auf. Und zwar diese hier in schwarz, und zwar diese Plastik, also es ist jetzt kein, es ist zwar im Prinzip schon Plastik, aber die sind halt super, super weich. Und die habe ich mir gedacht, gerade für den Sommer. Wenn man nämlich, wenn ich im Garten bin, Gartenarbeit habe und die schmutzig werden, kann ich die einfach komplett abwaschen. Also die richtigen, die anderen Birkenstocks, die ja so eine richtige Holzsohle, ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen Holz mit drin, keine Ahnung. Wenn man die auf jeden Fall hat, dann kann man die ja nicht so richtig waschen. Oder wenn man bei diesen Schuhen immer schwitzt, dann geht das ja alles in dieses Material rein und man kriegt es gar nicht richtig sauber. Man hat da richtige Abdrücke. Und die hier sind halt eben aus so einem bestimmten Material, was man auf jeden Fall abwaschen kann. Man kann es wirklich komplett schrubben und es ist alles wieder sauber. Das heißt, wenn ich daran schwitzen sollte, kann ich es abwaschen. Wenn es schmutzig werden sollte, kann ich es abwaschen. Ich kann es als Hausschuh benutzen, ich kann es draußen benutzen, weil man kann es immer wieder abwaschen. Und auch zum Beispiel ja, am Strand oder so anziehen und damit sogar ins Wasser gehen. Ich bin jemand, der sehr gerne
im Wasser oder am Anfang zumindest, wenn da viele Steine oder Muscheln liegen, ich laufe da immer mit meinen Flipflops rum. Also ich habe da immer total Angst, mir tut es total an den Füßen weh, ich habe immer Angst, mich zu schneiden. Deswegen ziehe ich immer gerne sowas an und die kann ich dann halt eben für alles benutzen. Ich muss da nicht immer 1000 Schuhe mitschleppen und ja, deswegen sind die mitgekommen. Dadurch, dass die eben nur dieses günstigere Material haben, haben die auch nur 30 Euro gekostet. Die richtigen Birkenstocks, die dieses andere Material haben, ich glaube, die kosten ja irgendwas mit 70 Euro oder sowas. Die sind ja relativ teuer. Aber darum ging es mir gar nicht. Ich wollte eben genau dieses Material, dass ich da halt alles schön abwischen kann. Genau, gerade jetzt für den Sommer und Garten und so weiter und so fort. Das finde ich richtig, richtig gut. Genau, die sind mitbekommen. Dann habe ich mir den Brauenepilierer gekauft. Ich habe das auch ganz in meinem letzten Vlog, glaube ich, in einer der letzten Vlogs auch mal kurz vorgestellt. Deswegen werde ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Ich habe in meinem letzten Vlog das genau gezeigt und ausgepackt und euch alles gezeigt. Da kommt ja hier so ein Set mit. Ich habe übrigens den Silke Peel 9, das ist der neueste. Der hat eben hier diese Rose Goldene Variante und da ist auch, ich mach's mal kurz an, da geht auch hier das Licht an. Ich dachte am Anfang, Lichtspielerei. Nö, ganz ehrlich, gar nicht. Selbst bei Tageslicht, ich habe draußen im Garten mich dann epiliert und ich fand, dass dieses Licht total geholfen hat, dass ich richtig gesehen habe, ah, da ist noch ein kleines Härchen und so weiter. Also finde ich mega. Das Hauptsächliche, was an diesem braunen Rasierer wirklich so toll ist und den Preis auch rechtfertigt, die meisten Epilierer haben diese ganzen Epilier, oder diesen, Moment, ich muss mal abmachen, also hier sind ja diese ganzen Klammern sozusagen oder diese Pinzetten praktisch, die dann auf und zu gehen und euch die Haare rausreißen. Und bei den meisten Epilierern sind die auf einer Reihe praktisch immer und ziehen euch dann die Haare raus und dann werden auf einer Reihe direkt mal, keine Ahnung, viel Haare rausgerissen und ihr denkt euch nur so, oh mein Gott, ich sterbe gleich vor Schmerzen. Und bei dem ist es so, die sind verschieden aufgereiht. Das heißt, ihr kriegt zwar auch viele Haare rausgerissen, aber es ist immer mal wieder auf einer Reihe dann zwei und dann geht's höher und dann wieder den nächsten. Also was ich damit sagen will, dadurch, dass es verschieden aufgereiht ist, ist der Schmerz geringer als bei anderen Epilierern. Also so verkauft es die Werbung zumindest. Und ich kann das tatsächlich unterschreiben. Also ich habe hier zu Hause einen relativ günstigen Epilierer, der hat irgendwie 30 Euro oder so gekostet von No Name. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt eine Marke hat. Den habe ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr selten benutzt, weil ich einfach, ja, es hat mir immer wehgetan und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich bin 20 Mal über eine Stelle drüber gegangen, bevor überhaupt die Haare rausgerissen waren. Also das war furchtbar. Bei dem hier ist es so, es tut erstens weniger weh, es tut weh. Gar keine Frage, weil eure Haare werden rausgerissen. Also es kann kein Epilierer der Welt euch die Schmerzen nehmen. Aber durch dieses System tut es einfach weniger weh. Und ich muss sagen, die sind anscheinend auch so scharf, also was heißt scharf, aber die sind so gut, die packen die Haare richtig. Und ich muss vielleicht 2-3 Mal über eine Stelle drüber gehen und nicht gefühlt 20 Mal. Also das ist wirklich, ja, es ist eine Investition. Ich habe das Ganze übrigens, wenn ihr das bei Saturn, Mediamarkt und sowas holt, sind die relativ, ich glaube, da kosten die, ich weiß es gar nicht wie viel. Über Amazon habe ich es auf jeden Fall für 99 Euro bekommen, also für 100 Euro. Und da sind 12 Teile noch mit dabei. Ich möchte euch die jetzt gar nicht unbedingt alle zeigen, aber einfach mal so kurz, dass ihr sehen könnt, da sind jede Menge Teile mit dabei. Auch so Sachen, die dann hier zum Massieren und hier zum Epilieren und dann verschiedene Aufsätze für Bikinizone und Co. Und dann auch nochmal so ein Aufsatz, wo man einfach nur trimmen kann und so weiter. Also richtig, richtig gut. Hier ist irgendwo jetzt das Bürstchen hingerutscht. Also ich mag das Set definitiv sehr. Ich wollte es euch nochmal kurz zeigen und empfehlen, weil es halt wirklich eine Investition ist. Es ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Ich hatte den Braunepilierer bei der Tamtam gesehen gehabt auf dem Kanal und ich muss sagen, sie ist eine YouTuberin, der ich sehr vertraue, wo ich nicht das Gefühl habe, ach, die zeigt den Zuschauern irgendwas, weil sie mit den Firmen eine Kooperation hat, sondern ich habe immer das Gefühl bei ihr schon immer gehabt, dass sie nur Sachen zeigt, wo sie auch dahinter steht. Und ja, durch sie bin ich eigentlich so auf diesen Epilierer aufmerksam geworden. Und habe den mir halt dann eben mal live angeschaut im Laden, fand ihn da auch immer noch schön und habe dann halt eben Preise verglichen. Auf Amazon war der halt einfach am günstigsten und deswegen ja, habe ich mir den einfach mal geleistet oder habe einfach mal in einen gescheiten Epilierer investiert. Miami, was machst du da hinten? Du irritierst mich. Egal, machen wir weiter. Und zwar habe ich wieder mit Soulfeel eine Kooperation gemacht. Okay, also wenn ihr jetzt meine Katze hört, die meckert gerade irgendwelche Vögel an. Oh Mann.
Okay, zurück. Also mit Sofil habe ich mal wieder eine Kooperation gemacht. Das sind die, wo ich diese Ketten her habe. Also das habe ich euch jetzt schon öfter gezeigt, beziehungsweise seht es auch in meinen Vlogs. Ich trage diese Kette immer. Das ist eine Kette, da steht Lias drauf von meinem Baby. Das sind Namensketten. Ich habe auch eine Namenskette, wo mein Name noch drauf steht. Oder ich habe hier auch diesen Armband als Name. Diese Ringe zum Beispiel, das sind Ringe, wo richtig der Name dann drauf steht. Oder ich habe hier einmal Lias und einmal hier die ersten Buchstaben von Everything Happens for a Reason. Das ist ja mein Lebensmotto. Und die zwei Ringe trage ich. Nur, also wenn ich irgendwie rausgehe, dann trage ich immer diese Ringe und diesen Armband und auch diese Namenskette trage ich immer. Seit sehr, sehr, sehr viel, also seit ich die Ketten eigentlich oder den Armband habe, trage ich die jeden Tag. Ob ich ins Solarium gehe, ob ich in die Sauna gegangen bin, am Meer hatte ich die angehabt, die Ketten. Also mit Salzwasser, mit Sonne, mit allem drum und dran. Zum Duschen, zum Baden, im Alltag. Ich ziehe die Ketten überhaupt niemals aus. Ja, ich hatte die auch beide Teile bei der Geburt von Lias angehabt. Also selbst da. Und seitdem habe ich sie erst recht nicht ausgezogen. Das sind so einfach meine absoluten Schätze. Ich liebe den Schmuck von Soulfeel. Die sind extrem robust, die verkratzen nicht, die verlieren nicht ihre Farbe oder sonstiges. Die sind richtig, richtig toll. Ich habe die, wie gesagt, jetzt habe ich alle möglichen Lebenssituationen aufgezählt. Und das seht ihr auch schon mittlerweile seit sehr, sehr, sehr vielen Monaten in meinen Vlogs. Ich trage die immer. Also es gibt, glaube ich, von den letzten Monaten keinen einzigen Vlog, wo ich diese Kette nicht anhabe. Also da könnt ihr wirklich danach suchen gehen. Ich habe sie immer angehabt. Immer, immer, immer. Und ja, ich habe ja immer mal wieder mit denen zusammen kooperiert und mir ein paar neue Sachen immer mal wieder rausgesucht. Ich habe ja auch so ein paar Armspangen und so weiter. Also da gibt es so, so, so tolle Sachen. Und diesmal, richtig lieb, haben sie mir einen Gutscheincode mal für euch mitgegeben. Und zwar einen mit 15% auf alles. Das finde ich mega. Also es gibt momentan eh total viele schöne reduzierte Teile. Und ja, also wenn ihr da Interesse dran habt, schaut mal gerne in der Infobox vorbei. Ich werde euch da alles reinschreiben. Generell in meinen Infobox. Boxen findet ihr immer alle möglichen Gutscheincodes, auch zum Beispiel hier von Daniel Wellington oder diese Ohrringe habe ich ja auch zum Beispiel von Mein Punkt. Also ich finde alle möglichen Gutscheincodes, die ich immer mal wieder so habe, in den Infoboxen, auch gerade bei meinen Vlogs. Da schreibe ich immer alles rein, was ich dann so aktuell habe. Genau, jetzt zeige ich euch mal, was ich da diesmal mir ausgesucht habe. Und einmal war das diese Herzkette. Jetzt denkt man sich so, Herzkette, oh, voll Schnickschnack. Also ich mochte das ja gar nicht, einfach so ein Herz zu tragen. Das ist nichts für mich. Aber das ist eine besondere Herzkette, denn die kann man aufklappen und dann ist da ein Foto drinne. Und zwar ein Foto meiner Familie. Also von meinem Freund und meinem kleinen Baby ist da ein Foto drin. Das werde ich euch jetzt nicht näher ranzoomen, weil ihr wisst ja, dass ich die beiden nicht zeige. Letzten Endes ist da ein Foto drin. Und zwar nicht nur ein Foto, was man da so rein gemacht hat, was man wieder rausholen kann. Nein, das ist einfach fest da drin. Da ist das Foto drin und dann ist da irgendwie eine Masse, eine durchsichtige Masse irgendwie drüber. Das ist auch ganz glatt, dass man das natürlich alles noch sehen kann. Das Ganze aber auch nicht rausfliegt. Und auch mit dieser Kette habe ich schon geduscht. Und sonstiges, da passiert einfach nichts. Und ich benutze, also ich suche mir immer alles in Rose Gold aus. Und bei Rose Gold ist es ja wirklich ganz, ganz kritisch. Die werden irgendwann, werden die Gold. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe hier ganz teuren Schmuck zu Hause, habe ich euch ja auch schon gezeigt in meinen Vlogs, dass ich Rose Gold Schmuck hatte von Jette Job und von Michael Kors. Und die Teile waren echt teuer. Die sind mittlerweile nicht mehr Rose Gold, sondern alle Gold. Also es ist richtig ätzend und das ist mir bei Soulfeel nicht passiert. Und die sind ja nicht so teuer wie diese ganzen anderen High-End-Marken. Also es ist echt krass. Deswegen, ich liebe diese Marke auch mit den Ringen. Ich wasche damit meine Hände, wenn ich unterwegs bin und so weiter. Klar, zu Hause trage ich nicht so gerne Ringe. Aber sobald ich unterwegs bin oder auch wenn ich dann nach Hause gekommen bin oder so wie jetzt, ich wasche zwischendurch meine Haare mit den Ringen, meine Hände mit den Ringen, passiert überhaupt gar nichts. Genau, dann habe ich mir noch drei Armbänder ausgesucht. Also nicht Armbänder, sondern solche Spangen wieder. Die habe ich euch ja schon ganz oft gezeigt. Und zwar, die sehen alle gleich aus. Ich habe mir diesmal, und da steht übrigens auch immer Silber, also da in den Schmuckstücken, auch jetzt auf der Herzkette zum Beispiel auf der Rückseite, steht immer S für Silber und 925. Also das ist immer echtes Silber, was dann aber mit Rose Gold praktisch ummantelt ist. Ich habe mir hier einmal eine Spange ausgesucht und zwar, ich weiß nicht, hoffentlich kann man es ein bisschen erkennen. Da sind römische Zahlen eingraviert und zwar ist es das Geburtsdatum vom Lias. Ich habe, ja, man kann sich halt alles eingravieren, was man möchte und ich habe mich
diesmal dafür entschieden, die Geburtsdaten vom Lias zu nehmen. Und dann habe ich nochmal hier die Anfangsbuchstaben von meiner Familie genommen. Und dann habe ich mir nochmal ein goldenes bestellt. Das ist aber für meine Schwester. Das bekommt sie dann als Patentante zu der Taufe von Lias. Genau, also ganz, ganz, ganz tolle Schmuckstücke. Wenn es euch interessiert, wie gesagt, der Gutscheincode ist in der Infobox. So, das war's auch schon mit meinem gemischten Haul. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hatte anfänglich gedacht, ich werde hier noch den Primark-Toll mit reinpacken, aber das ist einfach so eine große Tüte, dass dieses Video wahrscheinlich eine Stunde lang gehen würde und es war jetzt schon ja, genug, würde ich sagen. Also ihr werdet auf jeden Fall entweder vor diesem Video oder danach noch ein Primark-Toll sehen. Also seid auch gespannt darauf. Ich hoffe sehr, dass euch die Artikel, die ich euch jetzt gezeigt habe, gefallen haben. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr Fragen haben solltet noch dazu, gerne auch einen Kommentar. Ein kostenloses Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert haben solltet. Und dann sehen wir uns nämlich auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also macht's gut. Tschüss!